Ich möchte euch heute den Schlaufenbinder aus dem Hause Fishing Tackle Max vorstellen. Mit dem Schlaufenbinder ist es möglich, im Handumdrehen eine wirklich kleine Schlaufe herzustellen. Als erstes nimmt man sich ein bisschen Schnur von der Rolle. 20-30 cm reichen in der Regel. Und dann zieht man die Schnur ungefähr auf eine Länge von 10 cm, vielleicht 12 oder 15, legt eine Schlaufe und hält die zuerst so mit der Hand fest. Nimmt diese Hand, um dann in etwa einen Abstand von 5 cm zu haben, und hält hier mit der Handinnenseite diese Schlaufe in etwa so fest und legt sich die Schlaufe über den Finger der gleichen Hand, dass man hier unten die beiden Schnurenden hat und hier oben die Schlaufe aufgespannt ist. Dann nimmt man den Schlaufenbinder und legt diese Schnur hier unten unter den Schlaufenbinder rein. Kann natürlich sein, dass die Schlaufe sich dann aus der Handinnenfläche mal löst. So, hier unten rein. Und dreht dann hier den Kopf zweimal. Dann hat man hier eine Verdrehung, man sieht das schön am Kopf, und steckt dann die Schlaufe hier oben drüber in den Zwischenraum. So. Und dann löst man den Finger aus der Schlaufe und zieht zu. Dann sieht das in etwa so aus. Die Schlaufe ist jetzt fast fertig. Man hält dann mit dem Daumen und dem Zeigefinger hier die Schnur fest und greift dann einmal diesen Schlaufenbinder so, dass man hier diesen Finger als Hebel hat, und zieht dann die Schlaufe hier an der Spitze des Schlaufenbinders zusammen, und fertig ist die wirklich kleine Schlaufe.